Dieser verdammte Regen weicht meine ganzen Klamotten durch. Ich sollte jetzt wirklich meine Rolle lernen. Bereit, wieder aufzubrechen? Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich fühle mich ziemlich nutzlos, hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Also, bist du bereit, loszuziehen? Jetzt nicht. Tja, entscheide dich. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Und, wohin geht's als nächstes? Schluss jetzt mit der Plackerei. Ich will nur noch zum nächsten Wasserloch. Haben die Minutemen dich geschickt?
Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Füße tun weh. Alles tut weh. Es ist nicht alles. Hey. Haben die Minutemen dich geschickt? Na klar. Sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben. Aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Keine Ahnung. Dieses Mal waren es 3, aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Die Leute müssen abwechselnd schlafen. Das macht alle ein bisschen mürrisch. Teerbeeren im Swimmingpool. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Es geht wie ein Lauffeuer durchs ganze Kommando. Die Minutemen sind wieder da. Sie haben sogar einen Radiosender, um ihre Aktionen zu koordinieren. Ja? Mal sehen, wie lange das gut geht. Du freust dich vielleicht nicht, dass sie wieder da sind. Ich. Es geht wie ein Lauffeuer durchs ganze Kommando. Die Minutemen sind wieder da. Sie haben einen Radiosender, um ihre Aktionen zu koordinieren. Ja? Mal sehen, wie lange das gut geht. Du freust dich vielleicht nicht, dass sie wieder da sind. Ich aber schon. Es geht wie ein Lauffeuer durchs ganze Commonwealth. Die Minutemen sind wieder da. Sie haben einen Radiosender, um ihre Aktionen zu koordinieren. Ja? Mal sehen, wie lange das gut geht. Du freust dich vielleicht nicht, dass sie wieder da sind. Ich aber schon. Scheint wirklich was zu werden. Was ich im Radio gehört habe. Anscheinend sind die Minutemen wieder da. Echt? Ich hoffe, diesmal bleiben sie auch da. Wir brauchen sie. Definitiv. Was?
Das hier wäre echt ein tolles Versteck. Dabei? Hast du das gehört? Da bist du ja, du kleiner Zeitverschwendung. Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Wie schön. Großer Fehler. Das wär's. Verdammt nochmal, ja. Geschafft. Trommelwirbel, bitte. Ach, das war reine Zeitverschwendung. Cool. Cool. Zwing mich nicht, diesen Müll hier zu durchwühlen. Thank you.
Das wäre es. Detective Valentine. Nick, hey, hör zu. Es tut mir leid. Du hast jedes Recht, wütend zu sein, aber bitte glaub mir, ich hatte keine Ahnung davon. Operation Winters Ende war mein Baby. Ich habe daran geglaubt. Ich glaub noch immer daran. Sie haben uns alle belogen, auch mich. Ich wurde heute Nachmittag informiert, da haben sie mir alles erklärt. Die ganze Sache. Winters Deal mit dem Staatsanwalt. Seine Abmachung, die anderen Familien ans Messer zu liefern. Seine Idee, die Holobänder aufzunehmen und alle seine Partner zu belasten. Und dass sie eine echte Untersuchung mit einer echten Sonderkommission brauchten, damit es so aussieht, als stünde Winter im Fadenkreuz. Das alles gehört zu ihrem Plan, Nick. Wir können nichts mehr tun. Winter war ein Spitzel für die Typen aus Washington. Er hat direkt im AADTS... ...Bericht erstattet. Ist alles in den Akten vermerkt. Für seine Zusammenarbeit bekommt Winter volle Immunität. Es ist vorbei. Operation Winters Ende hat sofort sämtliche Ermittlungen und Operationen einzustellen. Die Sonderkommission ist hiermit aufgelöst. Wir haben unsere Rolle gespielt, Kumpel. War zwar nicht die Rolle, die wir erwartet hatten, aber sowas passiert eben. Jetzt sind wir nicht mehr als eine Kiste im Archiv. Nick, hör zu. Alles, was passiert ist, mit Winter, mit Jenny, kein Mensch sollte sowas durchmachen müssen. Du brauchst Hilfe. Das Boston PD hat mit den Eierköpfen vom CIT zusammengearbeitet. Irgendein neues Programm, das sie entwickelt haben, um Traumata zu behandeln. Gehirnwellen scannen oder sowas in der Art. Ich besorg dir die Kontaktdaten. Du meldest dich da. Das ist ein Befehl. Da drin muss etwas Wertvolles sein, sonst wäre es nicht so gut gesichert. Wenn ich dir doch sage, es gibt keinen Schrott. Wenn man ein Händchen für Sachen hat, ist alles Ich suche wertvoll. Nach Aufträgen. Ist das so? Ja, ich habe Zielfernrohre aus Nuka-Cola-Flaschen gebaut und Landminen aus Hast du schon mal eine gebastelt? Unserer Karawanen Scheiße. Gesehen? Ich das hab ist sogar ein mal Spiel eine mit dem Leben. Aus Jedes Mal. Hey, ich will mich entspannen. Für mich aber ich ganz schön lang Man unterwegs. Kann keine Rüstung aus Sicherheitsnadeln machen. Stimmt, kann man nicht. Aber man kann definitiv Metallplatten damit aneinander flicken. Draht ist Draht. Entschuldigung? Endlich jammert mein Dad nicht mehr über meinen Urgroßopa. Danke. Brauchst du ein Zimmer? Kein Interesse. Bei Dad kriegst du noch einen Drink, bevor du gehst. Dich kenne ich noch nicht. Wenn du einen Arzt brauchst, bist du bei mir richtig. Ich muss passen. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Das meiste hier habe ich selbst repariert, also gibt es auch Garantie. Außer wenn du es zurückgeben musst. Dann lass mal sehen, was du so hast. Alles wird so verkauft, wie es ist.
Zwing mich nicht, diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Hey. Ah, du bist wegen dem Geigerzähler hier? Warum fragst du? Wir erwarten in Kürze eine neue Lieferung von Geigerzählern. Plünderer haben sie in einem verlassenen Vault gefunden. Schau später noch einmal vorbei. Vielleicht habe ich dann eines dieser lebensrettenden Geräte für dich. Nicht jetzt, Chef. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ich glaube... Die Farm ist nichts Besonderes. Aber immerhin. Scheint wirklich was zu werden. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Klar. Sag mir einfach, was los ist. Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen.
Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Zum Sterben! Okay, das sieht aus, als hätte es wehgetan. Hatten die was Brauchbares dabei? Oh, die Abteilung mit den Kerzen wurde natürlich zerstört. Was für eine Enttäuschung. Hier drüben ist ein wilder Ghoul!
Perfekt. Ziemlich. Verdammt!